Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gothic 3. In der letzten Folge haben wir den Auftrag angenommen, die feigen Goblins in der Höhle zu besiegen. Und wir haben was über den ersten und zweiten Orkkrieg gelernt. Das war gar nicht mal so falsch, denn so langsam offenbart uns die Geschichte von Gothic. So welche Schriftarten gibt es in der Version, die ich hier spiele, noch ein paar mehr. Es ist aber gar nicht mal so schlecht, darüber zu wissen. Amon, die Feigengoblins sind erledigt. Die Feigengoblins sind erledigt. Und die Mistkerle haben dir nicht das Fell abgezogen? Teufel nochmal! Du hast es drauf, Mann! Das ist mir 100 Goldmünzen wert! Sehr schön, und 500 Erfahrungspunkte. Bring mir was über die Jagd bei. Wollte ich gerade sagen, was kannst du mir denn beibringen? Ja, nichts, das ich brauche momentan. So, dann lasst uns mal weiter gucken. Immer hier so ein bisschen in Gebüsch gucken. Seht ihr, da sind noch Pflanzen. Ich bin ja einer, der alles mitnimmt. Muss ich mich eigentlich für entschuldigen, denn so wird das Let's Play in die Länge gezogen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich schon in den letzten Folgen erwähnt habe, ich mache das Let's Play nicht wie ein Speedrun, der nach 100 Folgen durch ist, sondern ich genieße es. Ich nehme alles mit, bekämpfe alles. Ich mache einfach alles hier. Weil es das Spiel unheimlich Spaß macht. Ganz einfach. Komm her, du Wildschwein. Oh, der Gnadenstoß. Zack. Aber das klappt ganz gut, mit dem Pfeil zu kiten und dann den letzten Gnadenstoß zu geben. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier? Eine Flammenbeere. Was bringt die denn nochmal? Ich bin da so momentan mit den Kräutern so ein bisschen raus. Maximal Mana plus 2. Das ist gar nicht mal so verkehrt, da wir ja einen Arkane-Krieger spielen wollen. Beziehungsweise ein Allrounder, aber mehr ein Arkane-Krieger. Das bedeutet Schild, Schwert, zwei Schwerter oder halt Magie und Schwert. Das geht, zeige ich euch. Also nicht gleichzeitig, ist klar. Aber halt im Wechsel, dass man das Schwert wegsteckt und dann mir Magie rausholt. So. Und wenn man das richtige Schwert hat, kann man doch schon von Arkane-Magie sprechen. Denn es gibt gewisse magische Schwerter. Aber das zeige ich euch auch alles dann noch, wenn es kommt. Schnaps, Brote, Münzen. So. Okay. Was haben wir hier? Dunkelpilz. Mal beinahe übersehen. Oh nein, ein Dunkelpilz weniger. Da ist ein Wildschwein. Kriegen wir den so? Ja, kriegen wir. Das war knapp. Ich hatte, glaube ich, gar nicht gespeichert, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Schnetzel hier alles weg, was wir haben. Seht ihr wahrscheinlich schon, ne? Ist lustig. So, da hinten sind Hirsche, habe ich gesehen. Die bringen natürlich auch super Fleisch und auch Punkte. Ah, der kommt wieder, keine Sorge. Viel wichtiger fand ich hier, dass hier irgend so ein komisches Geräusch ist. Ich weiß jetzt aber nicht von wo. Es war aber kein Wildschwein. Okay, dann machen wir erstmal hier. Hirsche haben übrigens rohes Hirschfleisch. Die haben kein normales Fleisch. Das liegt alles daran, dass ich ja diesen Content-Mod und etc. habe, Quest-Paket, wo man dann auch Gerichte aus Gothic 1 und 2 nachkochen konnte, Ragout und Hirscheintopf etc. Also da gibt es noch mehrere Sachen. So, gucken wir mal hier. Wo ist denn der Hirsch abgeblieben? Der müsste doch so langsam zurückkommen. Der kriegt da eine Salbe verpasst. So, da haben wir Harnischkraut. Haschischkraut. Und eine Mana-Pflanze. Mana-Pflanzen ist das A und O, genauso wie die Heilpflanzen in dem Spiel. Die sind sowas von wertvoll. Unter anderem für Quests zum Beispiel. Oder für Alchemie. Da haben wir den Hirsch erledigt. Tja. Das war Bambis Vater. Wenn ihr den immer schon mal sehen wolltet, da habt ihr ihn gehabt.
Alles klar, so. Ja, hier haben wir alles fertig. Die nächsten Monster, die ich von da hinten gesehen habe, waren Scavenger, aber die sollten eigentlich kein Problem für uns sein. Das Einzige, was wir mal nur machen sollten, ist die trotzdem mit Pfeile zu kiten erstmal. Zu gucken, was noch für Monster kommen. Na komm, ran hier. Dich kriege ich doch down. Alter! Nicht, dass der uns noch besiegt. Wow, habt ihr das gesehen? Das war aber knapp. Lieber mal ein paar Fleischbrötchen essen. So, sollte erstmal wieder reichen. Ich weiß, ich lebe gefährlich mit den wenig Leben, was ich hier habe, aber ganz ehrlich, ich bin recht sparsam. Und wenn, können wir nochmal in die Höhle da zurücklaufen, weil es ja auch so langsam dunkel wird. Vielleicht mal eine Runde schlafen. Ich mache das nicht so wie andere Let's Player, der sich die ganze Zeit in die Betten legt, um sich zu regenerieren. Ich finde, das ist total unlogisch, denn wenn man einmal geschlafen hat, dann 2 Minuten später verletzt ist, kann man nicht nochmal schlafen. Das geht nicht. Also ich kann das nicht. Vielleicht können das ja andere da nochmal einschlafen, aber ich kann das nicht. So. Eine rostige Streitaxt. Ein rostiges Schwert. Was haben wir hier in der Truhe? Brot, Kelle und schwarzer Rober. Gut, dann würde ich doch sagen, lasst nochmal zurückgehen. Lasst nochmal in das Bett legen. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so verkehrt. Es wird so langsam nämlich Abend. Dann gehen wir auch am nächsten Tag los, anstatt jetzt. Es frisst hier leider alles Zeit, aber ich werde jetzt mal mich ein bisschen beeilen hier mit dem Laufen. Wie gesagt, ich mache das Let's Play in Ruhe. Es ist nicht so, dass ich hier durchrushe. Dieses Rennen hatte ich ja schon mal angesprochen, dass ich das nicht immer mache. Weil dieses Gehen vollkommen reicht eigentlich. Dieses Rennen symbolisiert ja sowas wie aus Gothic 1 und 2 diese Schnelligkeitstränke, wisst ihr? Oh, bevor wir uns ins Bett legen, könnten wir nochmal ein bisschen Fleisch braten. Weil wir haben ja nur noch 10 Stück. Was haben wir denn so? 64, ne? Ist ja gut. Dann machen wir nochmal... machen wir nochmal 5 Stück, würde ich sagen. Erstmal für den Anfang. Und legen uns dann in die Federn. Wer weiß, wer hier schon gepennt hat. Bestimmt der Feuermagier da. So, dann geht es nun wieder weiter. Wir sind regeneriert. Es ist ein neuer Tag. Ich weiß gar nicht, was für ein Tag es ist. Tag 7 schon, okay. Und ja, dann lass uns mal gucken. Hatten wir hier eigentlich alles fertig in dem Lager? Ja, hatten wir. So, hier hatten wir auch alles fertig. Genau, hier waren wir bei der Truhe. Dann speichere ich nochmal kurz, dann geht's weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Um zu gucken, was es hier noch für Monster gibt. Ich hole mal den Bogen raus, immer so als Zielfernrohr quasi. Zu gucken. Sie sind ganz schön viele Scavenger, sehe ich gerade, ne? Es sind einige. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe ja gespeichert. Steh auf! Super! 3 Stück niedergemetzelt. Wunderbar. Ja. Nimm ruhig mit. Das ist eine Eidechse. Hier wird alles niedergemäht. Ah, die Truhe hatten wir, genau. Hier war doch immer... Irgendeine Pflanze war doch jemand, die ich immer vergessen hatte, immer übersehen hatte. Die möchte ich diesmal nicht übersehen. Irgendwo war hier eine, ich muss mal gucken. Irgendwo hier im Gebüsch. Ich kann natürlich auch Grafik auf ganz, 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 ganz niedrig stellen. Dann wären hier diese Kräuter und Bewachsung nicht. Aber das wäre nicht die Sache. Hier, die beiden, die hatte ich immer übersehen. Denn normalerweise ist es ja so, man kommt von hier und man sieht die nicht dank hinter diesem Baum hier. Wenn man es jetzt weiß, sieht man es, ne? Aber ansonsten läuft man hier so vorbei. Man guckt sich dann natürlich hier so um, aber es ist nichts. Die möchte ich diesmal nicht übersehen. 2 Goblinbären nebeneinander. Sowas muss man auch erstmal gesehen haben. Das ist fantastisch.
Habe ich schon mal gesagt, wie fantastisch der dritte Teil ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, vom Umfangreichen her mein Lieblingsteil. Weil es einfach hier so viel zu machen gibt und auch die Fraktion Orks gibt, weil ich finde die Orks ja recht interessant. Deswegen habe ich mich auch dafür so ein bisschen entschieden, ohne jetzt die Umfrage mit hineinzuziehen. Die Umfrage hat natürlich selber auch ergeben, Orks Assassine. Aber, ne? So, den Bogen wieder auspacken. Hier waren doch immer ein paar Viecher, oder? Nee? Okay. Lass mal hier weiter gucken. Oh, ein paar Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Oh, auch nochmal 60 XP. Wunderbar. Oh, der hat sogar eine Karotte gehabt, der eine Hase. Das ist manchmal so, dass die Karotten haben. Nicht immer, aber manchmal. Oh, was hat die Truhe? Kopfnussfall, Feuerfall, Milchtrank gegen Krankheiten und Brote. Ich sag das immer aus dem Grund, was in der Truhe drin ist. Weil wenn ich die aufmache und immer alles nur auf sofort nebenklicke, dann seht ihr ja nicht, was drin ist. Wer weiß, was da drin sein könnte. Deswegen mache ich das auch immer so mal kurz vorlesen. Das dauert ja nicht die Welt. Und dann können wir mal gucken. Oh, hier mal ein Sonnenkraut, ne? Genau. Ich weiß vom Aussehen teilweise, wie die heißen schon. Das ist krass. Ich bin alter Gothic-Suchti. Aber sowas von. Früher nur gespielt. Gothic 1, 2 und 3. Hatte ich den ersten durch, habe ich den zweiten angefangen. Habe ich den zweiten durch, habe ich den dritten angefangen. Hatte ich den dritten durch, habe ich wieder den ersten gespielt. Das war einfach so krass früher. Mittlerweile gar nicht mal möglich. Die Zeit hat man einfach gar nicht mehr. Aber naja, mein Gott. Die Spiele laufen ja eigentlich davon, ne? Also es ist ja so, dass ich die immer dann spielen kann, wenn ich Lust habe. Oh, komm her. Ja! Manchmal treffe ich den nicht, ey. Ah. Ey, manchmal ist echt schlimm. Manchmal treffe ich die nicht. Aber naja, egal. So, was haben wir hier? 6. Wir halten uns ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Noch ein Knüppel. 9 Gold. Ja, hat jemand wohl... ich weiß nicht, warum der hier jetzt so laden muss. Hier ist doch gar nichts außer das Blut. Egal. Hier hat irgendwer tierische Blutung. Und ich würde mal tippen, dass der oder die so geblutet hat, nicht mehr überlebt hat. Oder wird. Nur was hat die dann im Endeffekt so verletzt? Milch, Brot, Kelle, schwarzer Rober. Was brachte denn jetzt nochmal der schwarze Rober? Muss ich mal reingucken. Der gab ja eben auch was. 25 Mana und 40 Ausdauer. Okay, das ist nicht schlecht. Als Magier zum Beispiel könnte man da mal eine rauchen. Eine durchziehen wie die Sektenspinne aus dem ersten Lager. Aus dem ersten Teil. Okay, dann... Ich würde mal sagen, das ist mal unser Todesurteil. Aber lasst mal gucken, was in dieser Höhle ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da ein paar Probleme kriegen könnten. Aber naja, mein Gott. Hier sind Fleischschwanzen. Cool. Okay, da unten sind ein paar Viecher. Oh, erstmal hier ein bisschen aufsammeln. Rostige Streitaxt. Fleischschwanzen, Fleisch. Rostiges Schwert. Butlerfleisch. Nehmen wir alles natürlich dankend an. Fleischschwanze. 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 Alter, wir haben hinterher ausgesorgt mit Fleischschwanzen. Habt ihr gesehen, wie viele da unten rumgeistern? An Fleischschwanzen. Mal abgesehen von den großen Viechern, die da sind.
Guckt euch das an, wie viele da unten rumkriechen. Wir haben dann ausgesorgt mit Fleischmanzenfleisch. Heftig. Oh, lass mal gucken in der Truhe hier. Karotte, Brot und schwarzer Rober. Ja, ob wir die schaffen. Oh, guck mal, da hinten ist eine schwere oder eine alte Truhe. Eins von beiden. Die sehen ja bei mir dank dem Patch anders aus. Links ist eine Metalltruhe und da hinten ist eine schwere Truhe. Oder eine alte, ich weiß es nicht. Mal gucken. Also, ob wir das in der nächsten Folge schaffen, weiß ich nicht. Deswegen seid gespannt, schaltet in der nächsten Folge ein, wenn wir die drei Schattenläufer versuchen. Das wird sowas von in die Hose gehen, aber naja, wir gucken mal. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.